35. Spieltag in der deutschen Eishockey-Liga und auf Worte müssen Taten folgen. Heute ein Dreier gefordert von den Fans der Löwen Frankfurt. Nach zuletzt 8 Niederlagen in Folge. Der Beginn der Partie aber eher für die Fishtown Penguins in Weiß. Der Tabellenzweite nach 135 Sekunden schon mit der 1:0-Führung durch Ross Mauermann. Genial, oben der Pass von Appendino für Jensen. Der legt vors Tor, 0-Zuteilung bei den Löwen. Spiegelte so ein bisschen die letzten Wochen wieder dieses erste Tor, weil auch Canerta den Puck nicht aus dem Torraum bringt. In der Folge aber wurde Frankfurt etwas besser. In Drittel 1 die beste Chance im Powerplay durch Breitkreuz, der diesen Puck hier herunterfälscht. Aber das Team von Matti Tilli keinen nicht so wirklich in der Partie. Das änderte sich auch nicht in Drittel 2. Bremerhaven gewinnt die Zweikämpfe. Bremerhaven hat die Spieleröffnung und Bremerhaven macht die Tore. 2:0, 25. Spielminute durch Christian Weise. Die ersten DL-Scorerpunkte für die Jungster Marat Kajdarov und auch für Justin Büsing. Hier Kajdarov mit dem öffnenden Pass, da Büsing mit dem Schuss und dann sammelt Christian Weise ein. Zu diesem Zeitpunkt Mannschaft und Publikum in Frankfurt schon unruhig. Und das sollte sich noch steigern. Mauermann, keiner greift an im Rückraum. Marat Kajdarov nach dem ersten Assist. Auch das erste DEL-Tor in der 28. Spielminute. Auch hier wieder. Vorcheck kommt nicht. Viel zu weit weg von den Gegenspielern. Auch hier, keiner greift an und im Rückraum kommt Kajdarov unbeobachtet von der ganzen Frankfurter Verteidigung zu seinem allerersten Tor in der Liga. Damit schien das Ding hier durch. Vor allem, weil Bremerhaven weiter drückte. Wunderbare Szene hier von Šiga Jeglič. Was für ein Solo vom Zweiten in der DL. Topscorer-Wertung, aber Canerta ist da noch dran. Die Wende offensiv für Frankfurt, dann durch zwei Verteidiger, Matuschkin und Reed McNeil. Und irgendwie rutscht der Puck hier unter Christas Gudlevskis hindurch ins Tor. Etwas überraschend zu diesem Zeitpunkt der Anschluss für die Löwen in der 36. Spielminute. Hier nochmal zu sehen, könnte durchaus sein, dass da auch Cameron Brace entscheidend noch als letzter Mann am Puck war. Dennoch hätte Bremerhaven diese Partie schon nach 40 Minuten entscheiden können bzw. müssen. Jan Urbas hier mit dem Rebound, offenes Tor, aber der Pfosten und Canerta. Und so hatte dann Dominik Bock in der Schlusssekunde noch diese Riesenchance für die Löwen auf 2:3 zu verkürzen. Es bleibt aber dabei, Dominik Bock seit Anfang November ohne eigenes Tor. Der Schlussabschnitt und plötzlich Geniestreich, Yannick Wenzel und Chad Merrick. Plötzlich 2:3 Anschluss für Frankfurt. Auch Merrick so ein Sorgenkind, auch er seit Oktober ohne Tor. Jetzt mit dem Anschluss und da war noch viel Eishockey zu spielen in dieser Partie. 14, um genau zu sein. Und plötzlich komplett anderes Spiel. Frankfurt kam. Frankfurt drückte, hatte die Chancen, Matuschkin hier, aber Christas Gudlevskis letztendlich entscheidend hier noch mit der Stockhand dran. Und weil es knapp blieb, das lag daran, dass auch Jensen hier eine Top-Möglichkeit vergab, legt den Puck hier schon zwischen die Beine von Canerta hindurch, der Puck dann aber am Tor vorbei. Dennoch holte sich Bremerhaven hier den Sieg in Frankfurt. Das einzige Team, das man bislang noch nicht geschlagen hatte, fällt jetzt durch die Hand des Tabellenzweiten. Also wir waren zum Anfang, war es glaube ich ein ausgeglichenes Spiel. Dann haben wir uns gerade im zweiten Drittel Chancen erarbeitet, dennoch nutzen können. Wir hätten eigentlich noch nachlegen müssen, aber dann sind wir ein bisschen unkonzentriert geworden. Und dass Frankfurt eine Qualität hat, ich glaube, das steht außer Frage. Right now times are tough. I mean, wasn't the start that we were looking for. But there's no quit in the room. And you know, we kept pushing and we made it close, but once again, just not enough. So
we just got to keep going, keep our heads up, and lots of hockey left to play here. Harte Fakten für die Löwen Frankfurt. 9. Niederlage in Serie. Club-Negativrekord eingestellt. 5. Heimniederlage in Folge. Club-Negativrekord eingestellt. Die Frage, wohin geht's mit den Löwen?